Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Heute zeige ich euch meine 5 schlecht bewertesten Bücher auf meinem Sub von Goodreads. Also habt ihr das jetzt verstanden? Ich habe auf jeden Fall dieses Video bei Johanna von Leserausch das letzte Mal gesehen. Ich werde das Video und den Kanal in der Infobox verlinken. Und wenn ich andere Videos in die Richtung finde, werde ich das ebenfalls machen. Wenn ich es vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich das auf jeden Fall noch nachholen. Genau, und jetzt einmal zu dem Ding, wie ich das gemacht habe. Ich habe es wie Johanna gemacht. Ich habe ein Subregal mir bei Goodreads angelegt und es fehlen auf jeden Fall 2 Bücher, die ich da nicht eingetragen habe, die ich aber noch irgendwo hier rumfliegen habe. Ich habe aber aktuell keine Ahnung, welche Bücher mir da fehlen. Deswegen lassen wir die einfach raus. Jetzt auch nicht so extrem schlimm, glaube ich. Ich habe mir 5 Bücher rausgesucht. Keine Fortsetzungen, wo ich den ersten Band noch nicht gelesen habe. Beziehungsweise ich habe mir generell keine Fortsetzungen rausgesucht. Entweder nur Einzelbände oder rein Anfänge. Ich habe mir auch nur Bücher rausgesucht, die 100 Bewertungen bekommen haben. Und es hat sich bei mir ein Farbschema herauskristallisiert. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ernst ich das nehmen soll und ob ich Bücher mit dieser Farbe nicht mehr lesen sollte oder doch. Das werde ich herausfinden, wenn ich dann diese 5 Bücher gelesen habe. Und ja, ich könnte dann, wenn ich die 5 Bücher gelesen habe, auch nochmal ein Video machen und euch sagen, wie sie mir letztendlich gefallen haben. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn nicht, ist auch absolut überhaupt nicht schlimm. Den Gegenpart hierzu, also meine 5 bestbewertesten Bücher auf meinem Sub, wird dann auch irgendwann in den nächsten Wochen noch folgen, wahrscheinlich im Laufe des Märzes. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los, denn es sind, wie gesagt, eben 5 Bücher. Und den Anfang macht Shadow Dragon, die falsche Prinzessin von Christine, Brianna Odds, hat eine Bewertung von 3,55 bei 119 Ratings. Ist übrigens ein wunderschönes Cover. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Es ist auf jeden Fall eine Drachengeschichte. Und es geht um eine Prinzessin. Mehr weiß ich dazu auch gar nicht. Das habe ich mal bei Avell als Mängelexemplar gekauft, weil mich die Geschichte irgendwie interessiert hat. Ja, ist ein blaues Cover. Merkt euch das. Dementsprechend kann ich hier auch nicht zu viel zum Inhalt sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir das Buch gefallen wird und ob ich auch in etwa bei 3,5 Sternen lande oder eben besser oder schlechter. Das werde ich dann sehen, wenn ich das Buch gelesen habe. Ich möchte, wie gesagt, die Bücher auch alle jetzt im Laufe der nächsten Wochen lesen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie mir die Bücher auf jeden Fall gefallen werden. Das ist auf jeden Fall das erste Buch. Das zweite Buch ist The Doll Factory von Elizabeth McNeil. Erscheint auch bei uns auf Deutsch erst Ende März. Deswegen kann ich hierzu gar nicht so viel sagen. Es ist in der Originalsprache 2019 erschienen und hat bei 7419 Ratings eine Bewertung von 3,77. Und ja, das ist ein bisschen historischer, spielt in London 1850 und geht um Iris, die in einer Puppenmanufaktur arbeitet. Und sie träumt aber von einem Dasein als Künstlerin. Dann steht sie als Model für den Maler Louis Frost und wird von ihm unterrichtet. Und dabei eröffnet sich eine neue Welt für sie, und zwar die künstlerische Meisterschaft. Persönliche Entfaltung und die Liebe zu Louis stellen dann eben ihr Leben auf den Kopf. Was sie aber nicht ahnte, sie hat einen heimlichen Verehrer. Und dieser Verehrer verfolgt seinen ganz eigenen dunklen Plan. Genau, das ist so der Inhalt zu dem Buch. Auch eher ein Genre, was ich eher weniger lese. Ich möchte mich dieses Jahr aber ein kleines bisschen mehr in verschiedenen Genres mal reinlesen und gucken, ob ich da vielleicht doch noch irgendwas Neues für mich entdecke. So Historisches ist ja meistens nicht ganz so mein Ding, aber vielleicht ja das, ich weiß es nicht. Mehr werde ich euch dann dazu auf jeden Fall Ende März erzählen können, wenn dann das Buch erschienen ist. Ich glaube, am 27. März erscheint das Buch. Genau. Deswegen kann ich dazu auch, ich habe es auch noch nicht gelesen, deswegen kann ich dazu auch jetzt noch nicht so viel sagen. Aber wie es mir dann gefallen hat, werdet ihr im Lesemonat vom März auf jeden Fall sehen. Das dritte Buch ist Dunkelsprung von Leonie Swan, hat eine Bewertung von 3,71 bei 478 Ratings. Ein Buch, was ich vom Cover her unfassbar spannend finde, habe ich mir als Mängelexemplar bei Hugendubel, glaube ich, mal mitgenommen. Und hier geht es um Julius Birtwell, der Goldschmiedmeister, Flodomteur und unfreiwilliger Einbruchskünstler ist. Ja, und sein ganzer Stolz ist eben sein Flohzirkus, der angeführt wird vom Albino-Floh Lazarus Dunkelsprung.
Ja, mehr möchte ich dazu erstmal gar nicht sagen. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, hat auch nur 380 Seiten, könnte man also dementsprechend auch schnell weglesen. Ich bin gespannt, ob ich der Bewertung zustimmen werde oder nicht. 3,71 ist ja eigentlich auch eine ganz gute Bewertung, wenn man es so durchschnittlich ausrechnet. Ja, ich bin gespannt, wie mir das Buch auf jeden Fall jetzt erschleiche ich mich damit schon gefallen wird und werde euch davon berichten. Das wird, glaube ich, ein relativ kurzes Video, weil ich nicht viel zu sagen kann, weil ich die Bücher noch nicht gelesen habe und dementsprechend dazu nicht mehr sagen kann und mehr kann ich auch zu den Büchern nicht sagen. Das vorletzte Buch ist Shadow Sand, die Blume der Finsternis von P.M. Freestone. Das lese ich aktuell, ist auch erst 2019 im Dezember erschienen, wenn ich richtig liege. Hat eine Bewertung von 3,84 bei 594 Ratings. Also ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Ich kann jetzt noch nicht so arg viel sagen. Ich habe ein Viertel ungefähr gelesen und es ist jetzt noch nicht so extrem viel passiert, dass ich da jetzt großartig viel zu sagen könnte. Hier geht es auf jeden Fall, beziehungsweise die Geschichte wird erzählt aus der Sicht von Ash und von Raquel. Und ich meine, entweder der Prinz oder der König, ich weiß es gerade nicht ganz genau, sterben, werden angegriffen. Auf jeden Fall müssen sie dann eine Blume, so irgendetwas gemeinsam suchen, um der Person eben zu helfen. Ich habe den Klappentext leider nicht mehr ganz im Kopf. Und ja, wie gesagt, ich habe es eben noch nicht ganz fertig gelesen. Ist übrigens auch wieder ein blaues Buch, genauso wie die zwei Bücher zuvor auch, beziehungsweise wie die drei Bücher zuvor auch. Vielleicht könnt ihr da schon ein kleines Farbschema erkennen. Vielleicht sind blaue Bücher nicht ganz so beliebt. Ich weiß es nicht, obwohl ja blau eher eigentlich eine beruhigende, ja, mir fehlt jetzt das Wort. Ihr wisst, was ich meine. Eigentlich jemanden beruhigen sollte. Aber offensichtlich ist da der Inhalt auch nicht ganz so gut. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird und werde euch da dann sicherlich im Februar oder jetzt im Januar noch ein kleines bisschen mehr erzählen. Ich drehe das Video übrigens vor, deswegen noch im Januar. Wir haben nämlich noch Januar. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall das vierte Buch. Und das letzte Buch fällt dann vom Farbschema einmal raus, denn es handelt sich um Brief von Abby Clines. Das ist der erste Band der Reihe und hat eine Bewertung von 3,86 bei 77.618 Ratings. Ich bin gespannt, ob ich dem zustimmen werde, weil 3,84 ist ja doch schon relativ gut. Hier geht es um Sadie White, die ihre letzten Sommerferien vor dem College nicht entspannt am Strand des idyllischen Küstenorts Seabreeze verbringt, sondern in einer der Villen der wohlhabenden Sommergäste als Mädchen für alles. Und was sie nicht ahnt, der Besitzer des Anwesens ist Jack Stone, einer der heißesten Rockstars der Welt. Und müsste Sadie sich nicht um ihre hochschwangere Mutter und ihre Familienfinanzen kümmern, wäre sie vielleicht begeistert, einen echten Star so nah sein zu dürfen. Ist sie aber nicht. Während Sadie sich von Jacks und dessen Ruhm nicht allzu beeindruckt zeigt, fühlt er sich jedoch umso mehr zu ihr hingezogen. Ich bin sehr gespannt, wie mir dieses Buch gefallen wird. Das möchte ich jetzt gerne im Februar lesen. Mal gucken, wie gut mir das gelingt. Ist auch eine relativ kurze Geschichte. Ist noch eine Leseprobe drin. Ich weiß gerade gar nicht. Also um die 300 Seiten hat dieses Buch auf jeden Fall. Und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie mir das gefällt. Ist wie gesagt mal nicht blau, sondern eher so pink. Ja, eher pink. Ja, das ist auf jeden Fall das fünfte Buch für dieses Video. Wie ihr sehen könnt, hauptsächlich blaue Bücher. Ich weiß nicht, ob mir das irgendwas sagen soll, ob ich die Finger von blauen Büchern weglassen sollte oder nicht. Ihr könnt mir übrigens gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eins der Bücher schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Dann greife ich vielleicht zu dem einen oder anderen Buch noch etwas schneller. Wie gesagt, Shadow Sand lese ich gerade. Brief möchte ich gerne jetzt im Februar lesen. Und The Doll Factory muss noch bis März warten. Und bei den anderen zwei Büchern mal gucken, wann ich die lesen werde. Vielleicht zwischendurch irgendwann mal. Aber das wird sich dann zeigen, wenn ich dann Lust drauf habe. Oder vielleicht sagt ihr auch einfach, dies das Buch, es hat mir unfassbar gut gefallen, dann werde ich es natürlich auch noch eher tun. Sowas spornt mich übrigens immer an. Das heißt, wenn ihr gute Bücher seht, hier in meinen Videos, die ich noch nicht gelesen habe, schreibt mir gerne unter die Videos, dass ich es unbedingt lesen soll, weil ihr es gut gefunden habt. Das motiviert mich dann doch noch mal ein kleines bisschen mehr, dieses Buch endlich zu lesen. Denn ich will ja auch einige Bücher von meinem Sub befreien und einfach neue hinzufügen können, die eben erst neu erschienen sind. Und sie nicht so lange hier einfach ungelesen rumstehen lassen. Genau,
Das war's dann für dieses Video. Wie gesagt, der Gegenpart mit den bestbewertesten Büchern wird auch noch in den nächsten Wochen folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.